Und da sind wir wieder. Und was mir noch nie aufgefallen ist, wenn man den Bären reitet, dann hat man hier so einen zusätzlichen Buff, der heißt Bee Protection. You have some protection from bees. Das ist ziemlich cool. Hallo und willkommen zurück zu Ark Aberration. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Abhängen mit Zora und da unten ist so ein Bär unterwegs. Ich habe ja das letzte Mal so ein bisschen geflucht, dass zu wenige Bären unterwegs wären, aber das hat sich so ein bisschen geändert. Bei uns sind jetzt überall Bären unterwegs und das hier ist der beste, den ich gefunden habe. Also ich habe bestimmt schon 10 Bären weggeräumt, in der Hoffnung, dass dann bessere respawnen und war nicht allzu erfolgreich, ehrlich gesagt. Ich glaube, Zora hat gerade gefressen. Komische Geräusche hier. Okay. Das ist ein 64er. Die Kamera dreht sich irgendwie immer so ein bisschen komisch. Und ich denke, wir zähmen den jetzt einfach mal. Weil ich habe, wie gesagt, nichts Besseres gefunden hier. Und im Moment sind auch keine mehr unterwegs. Die spawnen wirklich überall. Also das ist nicht nur, dass die bei uns hier spawnen, sondern die sind eigentlich überall unterwegs. Es hat nur einen Moment gedauert, bis die überall spawnen. Die sind ja noch ganz neu und das hat halt irgendwie ein bisschen gedauert, wie es aussieht. Ich denke, wir legen den jetzt einfach mal, holen uns da ein bisschen Honig. Der hängt an jedem Felsen. Das ist nicht so toll. Ich hoffe, das wird besser, wenn er gezähmt ist. Mal gucken, wie viele Pfeile der braucht. Weiß nicht, so richtig müde sieht er noch nicht aus. Hoffentlich treffe ich jetzt nicht Zora in den Schwanz oder so. Das wäre nicht so gut. Und ich glaube, er ist müde. Bist du müde? Ja, ich glaube, er ist müde. Oh. Wir haben hier so ein bisschen Bewegung drin. Zora zappelt so ein bisschen rum. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zu treffen. Ich glaube, er kommt zurück. So. Und jetzt? Also die bleiben sehr viel hängen, wie es aussieht. An so ziemlich allem, was da unten rumsteht. Bist du müde? Halt mal Winterschlaf. Oh. Jetzt will er wieder weg. Oh, nicht im Wasser. Sollen wir ihn verfolgen? Jetzt. Okay, jetzt läuft er doch wieder weg. Ich weiß mal gar nicht, ob er dann die aggroht oder was der immer vorhat. Das ist ein bisschen komisch. Flieg. Funktioniert nicht. K-Mode aus. K-Mode an. Okay, stecken wir mal die Waffe weg und suchen unseren Bären. Da hinten ist er. Das ist alles nicht so einfach. Wir sind jetzt wieder im K-Mode. Okay, jetzt sind wir wieder raus. Der K-Mode wird immer pro Spieler und pro Dino einzeln gespeichert. Also wenn man sich auf einen Dino draufsetzt, der vorher im K-Mode war, dann ist der oftmals wieder im K-Mode, wenn man sich draufsetzt. Muss man das erst wieder abstellen. Jetzt läuft er doch wieder weg. Was ist denn los heute? So. Und. Ich will nicht, dass er im Wasser einschläft. Das wäre nicht so gut. Er ist aber definitiv müde. Sonst würde er nicht so weglaufen. Der hängt nur fest. Der versucht zu fliehen. Ich glaube, er hat uns gebissen. Ja, scheinbar. Aber er flieht noch. Also die Hitboxen von den Tieren sind auch so komisch. Die waren mal so viel besser, das verstehe ich nicht. Und? Nee, auf die Entfernung treffe ich den nicht. Also der bleibt eigentlich überhaupt nicht hängen. Der hängt überall immer so kurz, aber nie richtig. Das heißt, ich muss dem ständig hinterherlaufen. Jetzt schlaf doch endlich. Und der flieht ja schon ein ganzes Weilchen. Ich verstehe nicht, warum der nicht endlich mal einschläft. Bär, schlaf jetzt. Sei ein müder Bär. So, wieso war das kein Treffer? Was macht er denn jetzt? Jetzt hängt er am Trilobite. Also ich habe noch nie so einen Buggy Bären gesehen. Der hängt wirklich an allem fest. Halt, stopp, schlaf.
Jetzt ist er down. Meine Güte. Okay. Bär liegt. Ist hier irgendwas Böses in der Gegend? Ich glaube nicht. Könnte natürlich sein, dass irgendwas wieder spawnt, aber wir bauen den jetzt nicht extra ein, sondern wir holen erstmal Honig und dann zählen wir den direkt aus. Vielleicht bauen wir den dann noch kurz irgendwie ein, dass ihm nichts passiert. Ist nur ein 64er, also wäre jetzt nicht der ultra große Verlust. Aber es ist der beste Bär, den ich gefunden habe, wie gesagt. Und ich habe viele Bären gefunden. Das sind Paraser und ein paar Raptoren. Okay. Honig gibt es ja hier oben. Machen wir mal Licht an. Wir haben im Moment wieder so eine Phase, wo wir 90% Nacht haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich bald wieder dunkel. Ah, es hat sich geändert. Okay, wir haben jetzt wieder 50-50. Das ist schön. Weil die Tage waren schon relativ kurz. Mit 10%. Eieiei. Jetzt erst wieder außen rumlaufen hier. So. Da gibt's Honig. Dich stelle ich jetzt mal auf neutral. Zora? Zora, passt auf uns auf. Die Bienen sind so ein bisschen ungehalten, wenn man Honig klaut. Okay, versuchen wir es einfach mal. Yes. Okay. Zora, hilfst du mir? Ich glaube, die haben mich noch nicht erwischt. Also wenn man sich duckt, dann geht es ganz gut. Und wenn wir einen Bären haben, müssen wir das wahrscheinlich nie wieder machen. Der kann dann für uns nämlich Honig klauen. Und eigentlich können wir jetzt Zora nehmen, oder? Okay. Ich glaube, es hat funktioniert. Und theoretisch können wir das Nest jetzt, glaube ich, zerstören. Wir brauchen das ja nicht mehr. Haben wir alle? Giant Bee? Level 4? Okay. Die sind jetzt alle weg. Achso, wir brauchen aber Rare Flowers, ne? Um so eine Bienenkönigin zu zähmen. Oh, da sind noch jede Menge Bienen. Das machen wir später. So ein Bienennest wäre auch nicht schlecht, dass wir uns unseren eigenen Honig herstellen können. Beziehungsweise die das für uns machen. Okay. Hier liegt irgendwo unser Bär. Oh, Shiny macht Geräusche. So. Dann geben wir dem direkt Honig. Mal sehen, wie lang der braucht zum Zähmen. Hast du schon Hunger, hä? Ja, er hat Hunger. Nee. Oder? Nö. Er hat keinen Hunger. Ich glaube, Zora hat gefressen. Keine Ahnung. Also, der hat noch nicht genug Hunger. Das dauert einen Moment. Wow. Oder auch nicht. Er hat Hunger. Bam. Ausgezähmt. Okay. Das war easy. Dann nehmen wir dich jetzt mit nach Hause. Stellen dir einen Sattel her. Das sind die neuen Bären. Das ist der erste Bär, den ich zähme, seit ihr den neuen Skin haben. Die sehen mega cool aus. Yeah. Mit dem können wir dann immer Honig holen. Die sind ultra praktisch. Dann müssen wir das nicht mehr von Hand machen und uns nicht mehr von den Bienen stechen lassen. Wunderbar, jetzt haben wir endlich mal so einen Bären. Aber der sieht irgendwie ziemlich langweilig aus, ne? Ganz grau. Also, da gibt's richtig schön, ne? Mit so blauen Streifen. Der hat auch so leichte Streifen, aber die sieht man kaum. Na gut. Hauptsache, wir haben jetzt einen Bären. Oh, ein Titanboa-Ei. Super cool. Das ist das Erste, was ich finde. Mann. Also die legen so selten Eier, das lohnt sich fast nicht, sich da so Schlangen zu holen. Obwohl die... Haben die eigentlich so einen Pair-Boost? Nee, weil die haben ja kein Geschlecht, ne? Die legen alle Eier. Vielleicht liegt's da dran. Vielleicht brauchen wir einen Oviraptor. Gibt's hier aber, glaube ich, nicht. Also nicht so gut. Das mit den Eiern hier ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob wir uns schon so einen Affen zähmen können. Wir haben jetzt einen Kibbel, theoretisch. Wird wohl noch ein bisschen dauern. So. Also mit normalen Zähmeinstellungen. So ein High-Level-Affen zähmen hier. Das ist schon aufwendig. Wahrscheinlich ist es am besten, in diese Höhlen zu gehen. Ne? Da gibt es ja viele Titanboas. Da liegen bestimmt auch hin und wieder Eier rum. Ich bin gerade so ein bisschen am Dinos umparken. Ein bisschen aufräumen hier. Da habe ich zufällig das Ei entdeckt. So. Packen wir dich mal hier. Wunderbar, ha? Okay. Ich habe alles zusammen für den Bärensattel. Den können wir uns jetzt auch herstellen. Den Dire Bear Saddle. Bär? Genau. Kostet ziemlich viel Cementing Base, also die sind nicht günstig. Und einen Haufen Hide. Die restlichen Ressourcen packen wir gleich wieder weg. Und dann können wir den Bären satteln.
Und theoretisch können wir ja eigentlich mal versuchen, so eine Queen zu zähmen, oder? Ich weiß nicht, ob der Bär da wirklich hilft, aber wir können ja mal mitnehmen. Bisschen hochleveln. Lass mal raus. Wohl schlechtes Fleisch. Naja, ist nur ein Stück. Und das Ei wollte ich noch wegpacken. Super kostbar. Ich habe auch wieder so ein paar Burger hergestellt. Dass wir wieder was Gescheites zum Essen haben. Oh, dann trinken wir noch einen Schluck. Gluck, gluck. So, dann sollten wir eigentlich startklar sein, oder? Ne, wir brauchen noch die Pflanzen. Haben wir irgendwo hier so coole, genau, Rare Flowers? Die nehmen wir mit. Und die müssen in den Nuller-Slot. Damit können wir, glaube ich, die Bienen zähmen, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt müssen wir irgendwie an den Bären rankommen. So, du kriegst deinen Sattel. Du hast noch jede Menge Honig. Der wird sowieso wieder schlecht. Und dann machen wir uns einfach auf die Socken. Der hat nicht allzu viele Hitpoints, also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. 1600. Die sind schon ziemlich cool, die Bären. Und mach ich hier wieder zu. Dann schleichen wir uns da hoch. Die haben ja so einen, ja, so einen Laufmodus wie die Rhinos auch. Je länger man läuft, desto schneller werden die. Und wenn man irgendwo hängen bleibt oder durch einen Fluss schwimmt, dann fängt es wieder bei Null an. Die sind nämlich nicht besonders schnell, wenn sie starten. Die sind halt ein bisschen schwerfällig, sind Bären. Die sind nicht so, nicht allzu leicht, die Viecher. Und springen können wir auch nicht, ne? Nee. Springen wäre natürlich cool. So, da sind wir. Kommen wir irgendwie dahin? Okay. Jetzt machen wir das Nest kaputt und vorher stellen wir ihn wieder auf neutral, falls die mich abwerfen. Honig gibt's erst in 7 Minuten wieder. Ich glaube aber, dass der Bär trotzdem Honig sammeln kann. Müssen wir mal ausprobieren. Mit Rechtsklick. Nee. Nix. Okay. Doch. Removed. Der hat einen Honig gefressen. Der hat gerade den Honig weggefuttert, hatte Hunger. Okay. Dann zerstören wir jetzt das Nest und hoffen, dass da eine Queen rauskommt. Geht das? Also. Oh. Da kommt irgendwas. Okay, wir haben's. Lass mich. Ist da eine Queen? Ja, da ist eine. Und die haut jetzt die ganze Zeit so Viecher raus. Oh. Ich glaube, wir brauchen Insektenspray, hä? Ich versuch's trotzdem mal so. Test. Will die was? Nee, die ist nicht zähmbar. Oh, oh, oh. Jetzt sie weg. Die sind ziemlich gefährlich. Okay, wir brauchen Insektenspray. Das geht so nicht. Okay, wahrscheinlich auch noch eine Ghillie-Suit. Das war jetzt schon ziemlich schwierig mit den Bienenzähmen, ne? Also das klappt nicht. Wenn man die Nester zerstört, dann werden die Bären auch angegriffen. Also, wenn man Honig klaut, glaube ich nicht. Aber wenn man die Nester zerstört, dann werden auch die Bären von den Bienen angegriffen. Gehen wir mal noch ein bisschen in Hitpoints, das ist mir zu wenig. Jetzt sieht man auch die Streifen so ein bisschen besser. Die leuchten, glaube ich, im Dunkeln. Tagsüber sieht man die nicht so. Oh, ein Raptor. Den wischen wir eine. Okay, wir können ein bisschen Fleisch mitnehmen. Bestimmt nicht verkehrt. Und jetzt haben wir unser Nest zerstört. Das ist natürlich doof. Aber wir könnten ja mal gucken, ob wir uns vielleicht irgendwie so dieses Insektenspray herstellen können. Das ist nur super teuer, das weiß ich noch. Da müssen wir mal schauen. Kommen wir irgendwie hoch? Hier kommen wir rauf. Der greift schon wieder irgendwas an. Wahrscheinlich so ein Hund oder so. Ne, ein Paraser. Egal. Die Spikes machen das schon. Bis jetzt habe ich erst ganz wenige Spikes austauschen müssen. Gerade seitdem hier so viele stehen, die machen das dann schon irgendwie. Okay. Gute Abwehranlage. So. Was kostet dieses Insektenspray? Mal gucken, ich glaube, das kostet Zap oder sowas, ne? Insect Repellent oder so ähnlich? Bug Repellent kostet Narcotic, Pelt, Rock Carrots und Citronus. Das müssten wir doch eigentlich herstellen können. Schauen wir mal, ob wir alles zusammenkriegen. Bug Repellent? Genau, das stellen wir hier drin her. Narcotic haben wir, Pelt, Rock Carrots und Citronus. Pelt haben wir hier.
Rock Harrods haben wir oben. Ja, wir sollten alles haben. Die Beete laufen ja ganz gut. Pelt haben wir sowieso jede Menge. Sollte kein Problem darstellen. So, die sollten gleich fertig sein. Und ich stelle mal direkt 8 Stück her. Den Rest packen wir dann einfach in den Kühlschrank. Ich habe gelesen, die sollen auch ganz gerne Raw Mutton nehmen. Das heißt, wir suchen vielleicht mal so ein Schaf und versuchen dann Schaf zu verfüttern. Ich habe noch nie eine Biene mit Schafsfleisch gezähmt. Also das ist mir jetzt komplett neu. Aber das soll wohl besser funktionieren als diese Rare Flowers. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Und die Bienen dürfen wahrscheinlich nicht aggro sein, sonst mögen sie diese Flowers nicht. Das heißt, wir brauchen Bug Repellent und eine Ghillie Suit. Aber eine Ghillie Suit haben wir, glaube ich, schon. Die haben wir uns schon mal hergestellt. 2, 3, 4, 5. So, die ist sogar heil. Perfekt. Können wir direkt loslegen. Das nehmen wir mit. Und dann schnappen wir uns wahrscheinlich direkt wieder unseren Bären. Die müssen wir sowieso so ein bisschen hochleveln. So. Und dann suche ich jetzt mal ein Schaf. Und dann verfüttern wir Schafsfleisch an die Biene. Mal sehen, wie das funktioniert. Ob das wirklich besser ist als Rare Flowers. So, jetzt müssen wir nur ein Schaf finden. Ich laufe mal ein bisschen rum und suche nach Schafen. Ich denke, hier oben gibt es genug. Ich hoffe, ich renne nicht in so einen Rudel Ravager rein. Das wäre nicht so gut. Da muss ich echt aufpassen. Wir können nicht klettern und wir können auch schlecht weglaufen. Wir sind also definitiv gefährdet mit unseren Bären. Und da sind wir wieder. Und was mir noch nie aufgefallen ist, wenn man den Bären reitet, dann hat man hier so einen zusätzlichen Buff, der heißt Bee Protection. You have some protection from bees. Das ist ziemlich cool. Ist mir noch nie aufgefallen. Der Bär ist jetzt so halb beladen ungefähr. Wir sind jetzt bei 350 von 800 Gewicht. Und aus irgendeinem Grund habe ich diesen Gewichtsdebuff. Also, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen komisch. Aber wie auch immer, ich hau jetzt mal das Insect Repellent drauf. So. Und dann versuchen wir jetzt, diese Biene zu zähmen. Genau, ich habe Raw Mutton geholt. Das haben wir hier mit drin. Dann nehmen wir mal 2 mit. Das sollte reichen. So. Ich denke, die Biene nimmt nur 1. Und die Biene ist ja noch da. Die spuckt schon wieder Bienchens aus. Drohnen. Wir schleichen uns jetzt an. Und? Aua. Das funktioniert nicht. Aua. Oh. Das funktioniert überhaupt nicht. Was ist da los? Ist die noch aggro? Oh je. Ich bin definitiv kein Profi, was das Bienenzähmen angeht. Vielleicht, weil wir die Ghillie Suit nicht anhaben. Das wird's sein. Ich habe vergessen, die Ghillie Suit anzuziehen, glaube ich. Mach sie weg. Ghillie Suit und nächster Versuch. Also Insect Repellent hilft nicht. Man braucht wohl wirklich zwangsläufig diese Ghillie Suit, ne? Okay. Wahrscheinlich ist die jetzt erstmal wieder aggro. Gut, dann warten wir einen Moment. Versuchen es nochmal mit Ghillie Suit. Jetzt habe ich die extra mitgenommen, aber nicht angezogen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Das ist wirklich nicht einfach mit den Bienen. Nehmen wir mal so ein bisschen was zu essen. So, 2 Burger. Dann sind wir satt. So, jetzt sollten die hoffentlich wieder friedlich sein. Ich habe hier mal unseren Gas-Collector ausgeleert. Jetzt haben wir wieder jede Menge Gas. Kongealed Gas Balls. Jetzt versuchen wir es nochmal mit der Ghillie Suit. Also, Bienenzähmen ist nicht meine Profession. Versuchen wir das nochmal. Ich hoffe, die ist nicht mehr aggro. Die fliegt jetzt da überall rum, ne? Schleichen wir uns mal an. Vielleicht hört die dann auch auf, die Drohnen rauszuspucken. Ich glaube, das macht sie nämlich nur, wenn sie aggro ist, ne? Schleich, schleich. Oh, da sind aber noch Drohnen. Wo ist sie? Oh, die fängt schon wieder an. Aber ich habe jetzt eine Ghillie Suit an. Hilft das irgendwie? Nee. Das hilft überhaupt nicht. Oh je. Ob das was wird? Yeah, Shiny hat eine erwischt.
Gute Arbeit, Shiny. Voll auf die Hörner genommen. Mach mal den Stein da weg. Falls das geht. Ohne, dass wir gefressen werden von den Bienen. Nächster Versuch. Yes! Bam! So funktioniert das. Okay. Also man muss sich ganz vorsichtig anschleichen. Man braucht definitiv eine Ghillie-Suit. Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt Insect Repellent braucht, aber eine Ghillie-Suit ist absolutes Muss. Und jetzt haben wir so ein Beehive irgendwo da unten. Super gut! Jetzt können wir unseren eigenen Honig herstellen, müssen uns nicht immer mit den Bienen rumärgern. Beziehungsweise müssen uns dann mit unseren Bienen rumärgern. Das ist, glaube ich, auch nicht viel besser. Aber ich glaube, die tun uns nichts, wenn wir eine Ghillie-Suit anziehen. Die müssen wir nur jedes Mal anziehen, müssen wir dran denken. Okay. Brauchen wir so einen kleinen Imker? Ja, wir brauchen irgendwie so ein Imkerhaus oder sowas, ne? Wo wir die ganzen Bienen unterbringen. Okay. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Gehen wir erstmal nach Hause. Oh, ein Schaf. Super gut. Wenn wir wieder Raw-Matten brauchen, dann wissen wir wo. Hier geht's rein. Dann nehmen wir das nächste Mal wieder den Drachen. Mit Zora geht es alles viel schneller. Und da sind wir wieder. So. Gut. Wie nennen wir dich denn? Du bist ein Weibchen, ne? Wir brauchen noch einen guten Bärennamen. Definitiv. Die sehen schon witzig aus mit diesen Tigerstreifen. Okay. Dann bauen wir uns hier irgendwo so ein kleines... Ja, so ein kleines Imkerhäuschen irgendwie, wo wir die Bienen unterbringen. Haben wir hier noch was? Jawohl. Nehmen wir mal Holz. Holz sieht immer am besten aus. So ein paar Railings oder so. Ein paar Rampen. Oh. Nicht so viele. Und dann designen wir uns da was Schönes. Haben wir noch Railings? Okay. Ich denke, das reicht für den Anfang. Wo bauen wir das denn hin? Unter die Plattform vielleicht? Da sitzen halt schon die Schlangen. Oder hier hinten. Ja, hier hinter den Megalosauriern ist ja noch ein bisschen Platz. Hier ist ja der Aufgang nach oben. Der natürliche. Den wollen wir nicht zubauen. Stellen wir das mal hier so mit dazu. Ungefähr hier vor unserer Nase. So. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Ich habe noch keine wirkliche Idee. Das wächst immer so. Wie nah müssen wir da ran? So. Bam. Ich weiß nicht, wie so ein Imkerhaus aussehen muss. Muss ja nicht riesig sein. Hauptsache, wir bringen da alle Bienen mit unter. Machen wir noch Rampen vorne dran. Soll da auch gut hochkommen. Dann schauen wir mal. Ich denke, ich baue da sowas richtig Schönes mit Railings. An den Seiten vielleicht. Mal gucken. Das nehmen wir auch mal runter. Und die Railings. Dann gibt es mal wieder ein bisschen was zu bauen hier. So. Noch eine. So. Und dann müsste man das eigentlich oben drauf. Nee. Na gut, so einfach geht es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wandteile. Und wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich will hier dann die Bienen so mit reinstellen. So ist der Plan. Die sind ziemlich groß, ne? Ja. Ach so, die müssen ja auf dem Boden stehen, ne? Oh nee, da funktioniert das sowieso nicht. Wir müssen die auf den Boden stellen. Na gut. Dann müssen wir das anders machen. So, das sollte passen. Stellen wir das mal mit hier rein. Da ist dann gerade so Platz für zwei Beehives. Bam. Super gut. Okay. Ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber die Beehives sind auch ganz schön groß. Also, ich denke, das passt schon so. Okay. Ich glaube, wir brauchen auch hier eine Ghillie-Suit und zusätzlich Bug Repellent. Das ist jetzt abgelaufen. Wir probieren das einfach mal aus, ob die böse werden, wenn wir keinen Bug Repellent drauf haben. Ich tue denen jetzt nämlich die Blumen rein. So. Okay, ist alles gut. Also ich glaube, das funktioniert. Also die fressen Blumen normalerweise. Man kann die wohl mit Fleisch zähmen, aber normalerweise mögen die Blumen. Und
Man muss denen hier immer Blumen geben, damit die was zum Fressen haben. Sonst geht der Beehive irgendwann kaputt und dann fliegt hier wieder die Queen rum. Dann müssen wir den neu aufstellen. Also wenn die Honig produzieren sollen, dann brauchen die wohl die Flowers. Na gut, das lassen wir mal stehen. Da kommen wir ganz gut hoch hier, das ist ganz witzig. Sieht cool aus, vielleicht bauen wir da noch irgendwas draus, mal schauen. Ich habe jetzt einfach so ein paar Säulen hingestellt und Thatch Roof drauf. Thatch Ceilings heißen die, glaube ich, ne? Die Roofs sind die schrägen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Gefällt mir. Gerade so Megalosaurus-Höhe. Okidoki. Jetzt ist schon wieder Nacht. Wir waren ganz schön lange unterwegs. Haben so einen coolen Bären gezähmt. Und haben endlich mal Honig organisiert. Das habe ich, glaube ich, vorher erst einmal gemacht, ne? Bienen zähmen. Okay. Dann können wir den Bären eigentlich mit hier reinstellen, ne? Dann fühlt er sich bestimmt wohl. Neben dem Beehive. Dann kann er mal zulangen, wenn er Hunger hat und so. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das ist nicht hoch genug. Für den Bären müsste ich das höher bauen. Ah, wir brauchen noch einen Namen, ne? Wir müssen dich noch benennen. Wie wär's mit... nennen wir dich mal... Susi. Susi der Bär. Super gut. Okidoki. So. Wir waren im K-Mode, aber die Anzeige wurden wieder... Also das ganze Interface war da. Das ist immer ein bisschen komisch mit dem K-Mode. Das wurde immer noch nicht gefixt, dass man da, wenn man Dinos aufsitzt, auf denen man vorher im K-Mode war, dann schaltet sich automatisch wieder der K-Mode an. Aber das Interface ist trotzdem zu sehen. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Das war's aber erstmal für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Sagt tschüss, Susi.